Sieht so aus, als hätten wir ihn. Was? Hat er Kontakt zu seiner Freundin aufgenommen? Nein, aber es könnte sein, dass Bobe sich in meiner alten Heimat befindet. Husum? Ja. Woher wissen wir das? Von einer Leiche. Sekunde. Eine noch nicht identifizierte Frauenleiche bei Husum, heute Morgen gefunden. Was spricht für Bove? Das da. Kam eben vom LKA Kiel. Das ist auf der A23 zwischen Itzehoe und Heide Richtung Küste. Die Überwachungskamera einer Tankstelle hat ihn vor 3 Tagen zufällig aufgenommen. Und das kommt jetzt erst? Das habe ich die Jungs vom LKA auch gefragt. Mhm. Straßensperrung, Husum? Veranlasst. Aber ich weiß nicht, wie schnell die da oben sind. Gut, ich fahre hin. Es ist natürlich nur eine vage Möglichkeit, dass Bove mit dieser Toten was zu tun hat. Ja, ich weiß. Ich würde dich gerne dabei haben in Husum. Weil ich mich da auskenne. Ja. Darf ich Sie bitten, uns fahren zu lassen? Meine erste Leiche, meine ich. Wann kommt die vom WKA denn? Die Leiche hätte schon lange warm sein können. Wieso eigentlich BKA? Frag mich mal. Die haben verlangt, dass wir sie möglichst vor Ort lassen sollen. Sind die das? Was denkst du denn? Oberkommissar Jakobs? Guten Morgen, Lona Vogt, mein Kollege Simon Katzer. Wir wurden angekündigt. Ja, BKA, Zielfahndung. Obermeister Brok. Morgen. Wir wollen Ihre Arbeit gar nicht lange behindern, deswegen wollen wir einfach nur gerne die Leiche sehen. Dauert nicht lang. Bitte, alles noch da. Sie haben sie bewegt. Klar. Wir können ja schlechten Tatort auf dem Watt absperren. Geschlecht weiblich, zwischen 25 und 30 Jahre alt, ca. 1,70 groß, mittellanges, mittelbraunes Haar. Schon komisch. Da wissen wir noch nicht mal, wer die Tote ist und Sie kennen schon den Täter. Wir prüfen nur die Möglichkeiten. Routine. Könnte doch auch eine Touristin sein. Ja, gibt hier öfter welche, die aufs Watt gehen und sich mit den Gezeiten verschätzen. Werden wir sehen. Die Kleider können hier das Wasser zerrissen haben. Ja. Ja, man unterschätzt das. Und? Schon was entdeckt, was wir Provinzler übersehen haben? Wer führt die Obduktion durch? Eine Kollegin aus Heide macht sich auf den Weg. Aber vor morgen früh wird die nichts auf der Pfanne haben. Die muss extra von Heide nach Husum kommen? Geht das nicht schneller? Und was ist mit der Identifizierung? Noch nichts. Aber die Kollegen sind in ganz Husum unterwegs. Irgendjemand muss sie ja gesehen haben. Wir verlieren Zeit, Herr Jakobs. Wir checken das, ob der irgendwo auffällig geworden ist. Vor 3 Tagen sah er so aus. Der kann heute völlig anders aussehen. Sagen Sie das Ihren Leuten. Zu Befehl. 3 Menschen hat er auf dem Gewissen. Ja. 2 in Wien bei einer Geiselnahme, 1 in der Nähe von Bratislava. Und 1 Jahr ist er schon auf der Flucht. Fast, ja. Tolle Karriere. Vom Akademikersöhnchen zum Kriegsfotografen. Und dann Waffenhändler. Nicht schlecht. Ein Mörder.
Simon? Tim? Sag mal, das gibt's doch nicht. Mann, was machst du denn hier? Hallo. Hallo. Tim Struve. Lona Vogt. Sie sind... Wir sind Kollegen. Ja, Mensch, kommt rein. Komm. Ich hoffe, deine Frau hat nichts dagegen, dass wir hier so einfach... Nee, hat sie nicht. Sie wohnt nicht mehr hier. Wir sind geschieden. Echt? Es tut mir leid, das wusste ich nicht. Gut, ich habe auch nicht gewusst, dass du überhaupt verheiratet warst. Wahnsinn. Komisch, dass wir so lange nichts voneinander gehört haben. Das ist halt manchmal so, wenn man erwachsen wird. Wieso erwachsen? Du baust doch immer noch deine Windmühlen. Nur ein bisschen größer. Und du spielst immer noch Räuber und Gendarm. Ja, nur mit ein bisschen größeren Räubern. Genau. Sie ist nett. Mann, sah ich scheiße aus. Das ist doch die Julia, oder? Ja, genau. Hier, das war der Ausflug nach Nordstrand. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ungern. Alles gut? Alles okay. Und du bist also so eine Art Blutsbruder von Simon? Hat er nie von mir erzählt? Nein. Warst du schon mal hier in Husum? Nein, noch nie. Dann wird es aber Zeit, dass du die Gegend mal kennenlernst. Das war die Heiligen. Die gute Luft, die Krabbenbrötchen. Naja, immerhin musst du wissen, was du für einen Typen da angelacht hast, da an deiner Seite. Zwischen 20 und 30 Jahre alt. 1,74 groß, 55 Kilo schwer. Weiblich, wie man sieht. Darf ich mal? Danke. Todeszeitpunkt zwischen 2 und 6 Uhr früh. Sie hat mindestens 5 Stunden im Wasser gelegen. Hier. Waschhaut. Starke Abschürfungen am Rumpf. Wahrscheinlich durch die Bewegung des Körpers im Wasser. Am Kopf partielle Abschürfungen. Geplatzte Äderchen in den Augen. Zungenbein ist verletzt, aber nicht gebrochen. Das heißt also, sie ist nicht ertrunken? Ja. Das heißt es wohl. Todesursache wahrscheinlich Erwürgen. Genau kann ich Ihnen das aber noch nicht sagen, ob sie jetzt erwürgt oder erdrosselt worden ist. Ich tippe mal auf Erwürgen. Es fehlt die Drosselmarke. Es gibt da auch sonst noch ein paar Unstimmigkeiten, aber ich fange ja hier auch gerade erst an. Ich meine, ich bin heute Morgen hier angekommen. Ich sehe aber auch keine Würgemale. Ja, ich auch nicht. Das kann daher rühren, dass sie um den Hals herum bedeckt war, als sie gewürgt worden ist. Sie könnte zum Beispiel unter einem Laken gelegen haben. Und diese Hämatome hier? Da könnte sie festgehalten worden sein. Der Täter hat sich mit den Knien auf ihre Oberarme gehockt, als er sie gewürgt hat.
Ja, es könnte sein. Besonders stark gewehrt hat sie sich allerdings nicht. Sie legt sich unter einen Laken und lässt sie erwürgen. Was ist das denn? Wenn man sie vorher betäubt hat. Wie gesagt, lassen Sie mich einfach meine Arbeit machen. Oh, Entschuldigung. Wurde sie sexuell missbraucht? Ja. Sie hat immerhin ein paar Stunden im Wasser gelegen. Vergessen Sie das nicht. Was? Wer hat sie? Auf Missbrauch deutet eigentlich nichts hin. Das ist hervorragend. Eigentlich. Der Vaginalabstrich hat keine Spuren von Sperma gezeigt. Ich danke dir. Das war der Kollege Brok. Unsere Tote hat jetzt einen Namen. Sie heißt Rieke Fassbender und kommt aus Hannover. Sie ist erst vor 4 Tagen in Husum angekommen, eine Touristin. Deshalb kannte sie ja auch keiner so richtig. Hab mich schon gewundert. Vor 4 Tagen? Was genau? Wer hat sie erkannt? Karl Wilmer. Er ist Hausmeister im Theodor-Storm-Internat. Liegt ein bisschen außerhalb. Er hat dafür gesorgt, dass die Frau eine Bleibe hat. Sie hat im Internat gewohnt. Wieso nicht im Hotel? Sie studiert. Sie wollte sich nach den Möglichkeiten eines Referendariats erkundigen. Sagt jedenfalls Wilmer. Sagt Brok. Gut, wo ist dieser Hausmeister jetzt? Immer noch auf dem Revier. Er soll so schnell wie möglich zu diesem Internat gebracht werden. Selbstverständlich. Sie ist nicht von hier. Nein, ist er wohl nicht. Sie sind sich auf der Autobahn begegnet. Sie hat ihn mitgenommen. Ja, sieht so aus. Sie passt zu ihm, ist genau sein Typ. Hübsch, schmal, dunkle Haare, intelligentes Gesicht. Er ist kein Triebtäterlohner. Ja, aber er benutzt Frauen für seine Flucht. Wie in Wien letztes Jahr. Halt mal kurz an. Warum das denn jetzt? Halt einfach mal kurz an. Deine Lieblingskirche? Nee, da liegen meine Eltern. Das tut mir leid. Ach, schon lang. Komm. Da hinten in der Hausmeisterwohnung. Und, immer noch ledig? Woher wissen Sie das denn? Ich komme aus Husum. Ach nee, waren Sie hier auf dem Internat? Nee, aber Freunde von mir. Und bei denen waren Sie schon immer sowas wie eine Berühmtheit. Wenn Sie hier im Internat wohnen, dann müssten Sie es doch merken, wenn sich hier jemand aufhält, den Sie nicht kennen. Das Haus ist sehr groß, wie Sie sehen. Ehemaliges Kloster. Außerdem sind Ferien. Die Schüler kommen erst in 2 Wochen wieder. Was wollen die denn eigentlich? Ich denke, ich soll ihnen nur das Zimmer von den Mädchen zeigen. Ist Ihnen dieser Mann aufgefallen? Vielleicht, als Sie Rieke Fassbender hier untergebracht haben. War sie immer allein oder auch mal in Begleitung? Den kenne ich nicht. Ich habe die Frau nur einmal gesehen, als ich ihr die Schlüssel für das Zimmer gegeben habe. Das war am Freitag, abends. Was die dann hier oder in Husum gemacht hat und ob die einen mit aufs Zimmer genommen hat, weiß ich nicht. Bitte, meine Herren, wir räumen gleich das Feld. Wenn es von unserem Mann hier nichts gibt, gehört das Zimmer Ihnen. Ich verspreche es. Darf ich?
Sie hat sich ja sehr intensiv auf ihr Referendariat vorbereitet. Das ist ein traditionsbewusstes Haus hier, da muss man das wohl. Also, Männerbesuch hatte sie. Kann nur leider nicht erkennen, ob es von Bove ist. Du? Nee, nicht wirklich. Ja, so schnell sind wir nur auch wieder nicht. Mag sein. Aber die Frau Direktorin ist jetzt da. Frau Timmern. Tut mir leid, dass wir uns nicht zuerst an Sie gewandt haben, aber wir haben es sozusagen eilig. Ich bin mir nicht sicher. Sie haben den Mann vielleicht gesehen? Ich weiß nicht. Sie hat mich zu Hause besucht. Diese junge Frau, ja. Das war am Freitag. Ja, sie hat sogar Blumen dabei gehabt. Wir haben über eine mögliche Referendarstelle hier bei uns im Internat gesprochen. Eine sehr nette junge Frau. Sie studiert noch. Also haben Sie den Mann hier gesehen? Ich weiß nicht. Ich habe sie dann aus dem Haus begleitet, zu ihrem Auto. Und da habe ich gesehen, dass ein Mann da drinnen saß in dem Auto. Das könnte der gewesen sein. Ist dieser Mann denn Ihr Mörder? Ist er denn noch hier in der Gegend? Das versuchen wir gerade herauszufinden. Mhm. Telefoniert. Wahrscheinlich einer Ihrer Kunden. Ich weiß nicht. Sie wirkt ziemlich nervös. Ich höre es mir gleich an, wenn wir den Mitschnitt haben. Wunderbar, danke. Dreimal habe ich ihn fast gehabt. Dreimal. Warum sprichst du immer nur von dir? Weil ich das Kommando leite. Weil ich das Team zusammengestellt habe und wir bisher nicht erfolgreich waren. Was hat denn das mit dem Team zu tun? Das Team ist schon okay, aber ich muss doppelt aufpassen, dass ich funktioniere. Sag endlich, dass du es bereust, mich ins Team genommen zu haben. Nein, ich bereue es nicht, aber... Sag mal, verstehst du die Situation nicht? Nee, verstehe ich nicht. Erklär sie mir die Situation. Simon, ich kann nicht. Was? Ich kann das nicht mit uns und ich kann mir keine Fehler wie in Wien mehr erlauben. Du gibst also mir die Schuld an dem gescheiterten Zugriff in Wien. Habe ich das richtig verstanden? Okay. Wir waren leichtfertig. Wir haben Bovo unterschätzt. Wir. Was gibt's? Bist du sicher? Gut, dann bleibt an dir dran, ja? Das war mir. Jemand hat Boves Freundin angerufen. Offenbar wurden Codewörter für eine Verabredung benutzt. Er wird nicht so leichtsinnig sein. Der kann sich doch denken, dass wir seine Freundin beschatten. Nee, leichtsinnig ist er nicht. Aber den interessiert es doch ein Scheißdreck, wo wir hocken. Wir müssen schon sicher gehen. Fahren wir beide? Du fährst. Ich mach hier weiter. Ich komme morgen nach. Tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Vielleicht. Naja. Ja, das ist schwer. Ja. Ja, ich verstehe Sie. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich sehr leid. Wiederhören. St. Petri, kennen Sie diese Kirche? Furchtbar. Was? Das war nochmal der Vater des Opfers in Hannover. Der Mann ist schwer krank. Völlig gebrochen. Was ist mit der Mutter? Die ist Anfang des Jahres an Krebs gestorben. Stellen Sie sich das mal vor. Erst stirbt die Ehefrau, dann kriegt man einen Schlaganfall.
Und ein halbes Jahr später verliert man auch noch die Tochter auf so brutale Weise. Ja, furchtbar. Übrigens, im Deichgraf meint Hauke, sich an die Tote zu erinnern. Er will sie in Männerbegleitung gesehen haben. Am Samstag. Habe ich das schon erwähnt? Nein. Der Deichgraf ist eine Kneipe. Natürlich. Natürlich. Und Hauke heißt der Wirt, nehme ich an. Klar. Klar. Prima. Mann, ich hol dir noch ein Fischbrötchen. Mach's gut. Pass auf dich auf, ja? Tschüss. Ihr habt euch gestritten. Das wird schon wieder. Schlechte Laune? Sie geht nochmal aus. Dafür hat sie es aber ziemlich eilig. Ja. Bist du da schon mal reingegangen in den letzten Tagen? Nee, nie. Und der Typ da? Keine Ahnung. Was hast du denn jetzt vor? Irgendwas ist da, ich bin gleich wieder da. Simon! So etwas durfte einfach nicht passieren. Und Sie haben ihn gehen lassen. Dann auch noch allein. Ich habe ja versucht. Ich habe ihn geschickt.
Was war denn in ihm gefahren? Warum hat er so verdammt leichtsinnig gehandelt? Er war nicht leichtsinnig, er war mutig. Wenigstens haben wir Bove. Wenigstens das. Wann wird die Vernehmung sein? Die erste Vernehmung ist für 18 Uhr angesetzt. Es sollte auch einer von uns dabei sein. Niemand kennt Bove besser. Na, ich bin dabei. Deshalb bin ich ja heute hergeflogen. Wir sind seit einem Jahr an ihm dran. Wir wissen, was er isst, was er trinkt, wie er schläft. Wir wissen sogar, wie er riecht. Sie werden einfach besser auf ihn reagieren können, wenn ich dabei bin. Sie hat ein besonders enges Verhältnis zu Simon Katzer. Ich werde mich absolut im Hintergrund halten. Bitte. Sie sind nicht sehr kooperativ, Herr Bove. Es hat ja doch wenig Sinn, etwas zu leugnen, das ohnehin evident ist. Mein Mandant leugnet nichts und er gibt nichts zu. Er nimmt lediglich sein Recht in Anspruch. Na gut, die ermittelnden Kollegen aus Wien und Bratislava sind bereits auf dem Weg hierher. Ich denke, Sie verschwenden Ihre Zeit. Tragen Sie Ihre Ermittlungsergebnisse zusammen. Aber erwarten Sie nicht von meinem Mandanten, dass er es Ihnen einfacher machen wird. Zufrieden? Nicht dreist werden, Herr Bove. Wenn ich fortfahren dürfte, ja? Ich denke also, wir sollten uns in dieser ersten... Ja, nennen wir es mal Bilanz. Also gut. Kommen wir zum Mord an Rike Fassbender in Husum. Am 7. Oktober sind Sie per Anhalter von Hamburg nach Husum gefahren. Und eine junge Frau aus Hannover namens Rike Fassbender hat Sie mitgenommen. Ist das richtig? Ist es ferner richtig, dass Sie dann in Husum bei besagter Rike Fassbender gewohnt haben? Mein Mandant, was? Sie haben also vom 7. bis zum 10. Oktober in einem Zimmer in einer Husumer Schule, einem Internat, übernachtet. Zusammen mit Rike Fassbender, ist das richtig? Sie haben dann in der Nacht vom 9. auf den 10. Oktober Rike Fassbender ermordet, erwürgt und dann... Dann ins Wasser geworfen. Sie wurde Ihnen gefährlich. Soll das heißen, Sie verneinen alles, was ich bis jetzt ausgeführt habe, oder nur den Mord? Ich höre zum ersten Mal, dass sie tot ist. Sie glauben doch wohl nicht, dass wir Ihnen das abnehmen. Sie geben also zu, die Tage in Husum mit Rike Fassbender verbracht zu haben. Was Ihnen bei Ihrer Flucht im Weg ist, das bringen Sie um. Kaltblütig. Das war in Wien so und in der Slowakei. Und das war auch in Husum so. War es nicht so, dass diese junge Frau Sie verraten wollte? Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie solche... Ich weiß, dass ich die Wahrheit sage. Lassen Sie die Kollegin, Herr Bove. Sie reden hier mit der Staatsanwältin und mit mir. Du weißt, dass das nicht passt. Wir haben die Aufnahme einer Videokamera, die Sie auf der Autobahn zeigt. Das Mädchen wurde Ihnen gefährlich, also haben Sie es umgebracht. Doch, das passt. Frau Vogt, kommen Sie bitte... Sie zögern keine Sekunde. Sie haben auch in Wien keine Sekunde gezögert, als Sie die Geisel vor unseren Augen erschossen haben. Ihr hättet nicht eingreifen dürfen. Schon gut. Es war dein Freund letzte Nacht. Ich möchte es noch mal wiederholen. Sie haben wirklich gute Arbeit geleistet. Glauben Sie mir, ich weiß, wie hart dieser Job ist. Umso wichtiger ist die Zeit danach. Die Pause. Regenerierung. Das ist lebenswichtig. Lohner, ich würde Ihnen ohne Bedenken beim nächsten Mal wieder die Leitung einer Operation anvertrauen. Ja, aber jetzt schicken Sie mich erst mal zum Regenerieren. Ich schicke Sie in den Urlaub. Sie brauchen das jetzt. Der Job ist vorbei, erfolgreich erledigt. Bove sitzt. Danke dafür. Der Mord in Husum? Ja. Er passt nicht zu Bove. Das werden wir sehen, was passt und was nicht. Bove ist nicht mehr Ihr Fall, Lona. Ist das klar?
Danke. Keine Ursache. Es ist eben gut, die richtigen Leute zu kennen. Es ist gut, die richtigen Freunde zu haben. Du wirst an der Schleuse abgeholt. Das Ganze bleibt inoffiziell. Mhm. Bist du okay? Ja. Er freut sich, habe ich gehört. Aha. Ich hatte keine Wahl, ich musste... Wir reden über die ermordete Frau in Husum, über nichts sonst. Sie behaupten, nichts mit dem Tod von Rieke Fassbender zu tun zu haben. Warum sollte ich Ihnen das glauben? Warum sollte ich lügen? Du kennst mich doch. Seit einem Jahr warst du mit mir auf. Sie haben mit Rieke Fassbender 3 Tage in Husum verbracht. Eine Beziehung? Ja, eine Beziehung. Was wollten Sie von ihr? Sie hat mich fasziniert. Was hat sie an ihr fasziniert? Sie hat mich fasziniert, weil sie Angst hatte. Trotzdem ist sie weitergegangen. Sie ist bis zum Letzten gegangen, Lona, obwohl sie solche Angst hatte. Angst wovor? Vor Ihnen? Nein, nicht vor mir. Wovor dann? Vor der Wahrheit vielleicht. Welcher Wahrheit? Wenn Sie nichts sagen wollen, dann breche ich ab. Das kannst du nicht. Du musst bis zum Letzten gehen. Wir reden ja nicht über mich. Doch, das tun wir. Über dich reden wir. Sie sind ein kleiner Waffenschieber, der auf seiner Flucht amok läuft. Und du bist ein Bluthund. Was treibt dich dazu? Macht's Spaß? Oder ist es Angst? Sie überschätzen sich, Bove. Julia Krohn. Rieke suchte die Wahrheit über eine Julia Krohn. Wer soll das sein, Julia Krohn? Ist sie deswegen nach Husum gefahren, wegen dieser Julia Krohn? In Riekes Notizbuch steht der Name einer St. Petri-Kirche bei Husum. Hat sie mit Ihnen darüber gesprochen? Hat sie in der Kirche etwas gesucht? Ihre Spielchen kotzen mich an, Bove. Lona, ich bin dir ein Leben schuldig. Ein eigenartiger Treffpunkt. Schön, dass Sie trotzdem gekommen sind, Frau Doktor. Ja, ich habe es mir lange überlegt. Kaffee? Nee, danke. Der Obduktionsbericht, der liegt doch schon seit 2 Tagen beim BKA. Natürlich, aber es gibt da noch ein paar Details. Alle Details stehen in dem Bericht? Na, Sie haben Glück, dass ich überhaupt noch in Husum bin. Von Heide wäre ich jetzt nicht extra rübergekommen, nur um bei dem Scheißwetter mit Ihnen Kaffee zu trinken. Danke. Also? Sie waren sich neulich nicht ganz sicher, ob das Opfer erwürgt oder erdrosselt wurde. Und ob sie betäubt worden ist. Das nennen Sie eine Detailfrage. Ach, ich frage lieber gar nicht, warum Sie das noch nicht gelesen haben. Die Frau wurde erst vergiftet, dann gewürgt und dann im Watt abgelegt, sozusagen. Man hat ihr ein pflanzliches Gift verabreicht. Aconitum napellus, Eisenhut. Ein paar Blätter davon reichen aus, um Menschen umzubringen. Lähmung der Nervenenden, Atemlähmung, Herzstillstand. Das ist ein Klassiker. Sehr beliebt im Mittelalter. Könige sind dran verreckt. Aber nicht unsere Rieke Fassbender. Nicht? Nein.
Sie hat das Gift in einer verdünnten Form zu sich genommen. Und wahrscheinlich war die Verdünnung ein bisschen zu hoch. Sie ist nicht dran gestorben. Gut, das heißt also, die Dosis war nicht tödlich, aber das Opfer quält sich, nehme ich an. Allerdings. Vermutlich hat der Täter den Kampf nicht mehr länger mit ansehen können. Er hat einen Laken über sie gelegt, dann seine Hände an ihren Hals gelegt und sie gewürgt. Um es zu Ende zu bringen, möglicherweise. Das heißt also, sie hat noch gelebt, als man sie aufs Watt gelegt hat? Ja, bis dann die Flut kam. Ein Profi war das nicht. Das mit dem Vergiften war geplant, nehme ich an. Der Rest war Stümperei, weil es mit dem Vergiften nicht so geklappt hat. Noch was? Noch ein Detail? Nein, danke, das war alles. Das tut mir sehr leid mit Ihrem Kollegen. Hier? Wieder. Haben Sie den Mörder nicht geschnappt? Ich bin im Urlaub hier. Ach so, ja. Gut. Ich gehe hier fast jeden Tag spazieren. Ich liebe den Deich. Und den Blick aufs Wattenmeer. Sie gehen auch spazieren? Ja. Ja, ja. Es ist so unheimlich, dass man nichts mehr sehen kann. Hier wurde doch die junge Frau gefunden, oder? Stimmt, ja. Alles wie verschluckt. Na, dann will ich mal. Haben Sie ein Ziel? Die Petrikirche. Es gibt viele schöne Kirchen hier. Na dann. Tschüss. Tschüss. Entschuldigung, wissen Sie zufällig, wo ich den Pfarrer dieser Kirche finden kann oder den Küster? Jemand, der mir eine Auskunft geben kann? Ich bin der Pfarrer. Oh. Tag. Lona Vogt. Tag. Rissen. Schöne Kirche, Herr Rissen. Ja, aber ich mache keine Führungen. Waren Sie letztes Wochenende auch hier? Ich bin immer hier. Warum wollen Sie das wissen? Na ja, dann erinnern Sie sich vielleicht an den Besuch einer auswärtigen Studentin, Rieke Fassbender. Sind Sie von der Polizei? Wie kommen Sie denn darauf? Jeder hier kennt die Geschichte von der Toten im Wattenmeer. Also, sind Sie von der Polizei? Ich bin privat hier. Für Mordtouristen ist mir meine Zeit zu schade. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob Sie Besuch von Rieke Fassbender bekommen haben. Ermitteln Sie? Nein. Dann gehen Sie. Tja, Rissen, da gibt's nur ein Problem. In dem Notizbuch der jungen toten Frau stand nämlich der Name ihrer Kirche drin. Sie leben alleine hier? Was geht Sie das an? Kennen Sie eine Julia Krohn? Julia Krohn! Wieso? Was in Gottes Namen hat das mit der toten Studentin zu tun? Das, Herr Rissen, versuche ich gerade herauszufinden. Verschwinden Sie von meinem Grundstück. Oder ich rufe die Polizei. Hallo. Ist dein Papa da? Ja. Papa! Hallo. Lona. Du
Tut mir leid, ich hätte mich ankündigen sollen. Ja, ich habe noch was zu tun, ich muss gleich weg. Meine Familie ist auf ein paar Tage hier. Na, ist doch schön, ich wollte eigentlich sowieso nur Hallo sagen. Also, tschüss. Warte mal kurz, ja. Lona? Bist du deshalb wieder hierher gekommen? Ha? Weil das Simons zu Hause war? Glaubst du, er würde hier beerdigt sein wollen? Ganz bestimmt. Er liebte die Friedhöfe hier. Hört sich komisch an, ist aber so. Da stehen uralte Grabsteine mit ganzen Geschichten drauf über Walfänger und Sturmfluten. Und seine Eltern liegen hier. Eigentlich weiß ich fast überhaupt nichts über ihn. Wir machen eben nicht viel Worte hier. Du? Ich will jetzt auch nicht viel über dich. Kennst du eine Julia Krohn? Ja, wieso? Ja, ich kenne sie. Oder ich habe sie gekannt, bevor sie abgehauen ist. Abgehauen? Wann war das? Warum interessierst du dich für die alte Geschichte? Wie alt ist denn die Geschichte? Sie war 17, als sie aus dem Internat abgehauen ist. Das war 1985. Mehr weiß ich nicht. Sie war auf diesem Internat? Ja, na und? Warum ist sie abgehauen? Weiß nicht. Sie war ziemlich anti gegen alles und jeden. Und liebte ihre Freiheit. Kanntest du sie gut? Man hat zuerst gedacht, sie wollte zu ihrer Mutter. Aber da ist sie nicht aufgetaucht. Und ihre Mutter, wo hat die gelebt? Hannover, glaube ich. Du bist nicht wegen Simon hier. Frau Vogt? Ja. Ich dachte, wir seien unten vor der Tür verabredet. Ja, tut mir leid, ich war einfach viel zu früh da. Ja, ja, kein Problem. Jetzt sind wir ja beide da. Kommen Sie. Ich war schon sehr überrascht über Ihre Bitte. Normalerweise werden die Zimmer nur in Ausnahmefällen belegt. Ja, ich weiß, aber es war überhaupt kein Hotelzimmer mehr zu bekommen. Die Stadt ist komplett ausgebucht. Husum ist sehr beliebt bei den Touristen. Bitte.
Das ist natürlich kein Vier-Sterne-Hotel. Es ist völlig okay, Frau Timmern. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie finden sich in Ihrem Zimmer allein zurecht. Ja, natürlich. Sie werden Ihre Ruhe haben. Zurzeit wohnt niemand hier. Sind ja Ferien. Also dann, wenn was ist, der Hausmeister wohnt unten. Vielleicht trinken wir morgen einen Tee zusammen? Gern. Wie lange arbeiten Sie eigentlich schon hier? Sie meinen als Direktorin? Nein, überhaupt. Solange ich denken kann. Naja, fast zumindest. Das Internat war meine erste Anstellung. Traurig, nicht wahr? So wenig rumgekommen zu sein. Dann sagt Ihnen doch sicher der Name Julia Krohn etwas. Natürlich. Eine Ausreißerin, soweit ich mich entsinnen kann. Das muss 84 oder 85 gewesen sein, als sie einfach abgehauen ist. Julia Krohn war ein sehr schwieriges Mädchen. Wie kommen Sie denn auf diese alte Geschichte? Es gibt eben so viele davon. So viele alte Geschichten. Da haben Sie recht. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen, Herr Wilmer. Kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Glühbirne kaputt? Genau. Ich tappe völlig im Dunkeln. Das sollte man ändern. Finde ich auch. Tja, wenn's von der Glühbirne getan ist. Naja, vielleicht wird's ja schon ein bisschen heller für mich, wenn Sie mir erzählen, was Sie über Julia Krohn wissen. Julia Krohn? Sie erinnern sich vielleicht? Sie waren damals schon Hausmeister hier. Vor 20 Jahren, als sie verschwunden ist. Ich bin nicht so der geborene Erzähler. Dafür kann ich aber ganz gut zuhören. Sie war eine von denen, die sich für was Besseres hielt. Eine Renitente. Sie wollte immer weg von ihr und dann war sie eben irgendwann weg. Kannten Sie sie gut? Gar nicht. Ich bin Hausmeister, nicht Vertrauenslehrer oder sowas. Schüler mögen keine Hausmeister und ich mache die meisten Schüler nicht. Was war das für ein Tag, an dem Julia Krohn verschwunden ist? Weiß nicht. Ein normaler oder ein besonderer Schultag? Gott, was weiß ich. Letzter Schultag, glaube ich. Aha. Und wer hat ihr Verschwinden entdeckt? Jemand aus dem Internat? Ein Freund, eine Freundin? Woher soll ich das wissen? Haben Sie ein Foto von Julia Krohn? Nee, warum soll ich denn eins haben? Glauben Sie, ich war an die verliebt? Ja, dann wissen Sie vielleicht, wo ich eins sehen könnte. Nee. Hatte Julia Krohn einen Freund? Was soll das denn? Was haben Sie denn mit dieser alten Geschichte? Sie wird immer interessanter. Quatsch. So ein Gehör, das vor 20 Jahren abgehauen ist. Gar nichts ist daran interessant. Frau Vogt, Oberkommissar Jacobs würde Sie gern sprechen. Sofort, wenn es geht. Geht gleich los, Obermeister. Ich wollte sowieso zu Ihnen. Jo.
Moin. Ein Kaffee. Husum ist klein. Tag. Simon ist ja auch gleich hingegangen. Danke. Ich weiß. Auch ein Kaffee? Keine Zeit. Tschüss. Ich habe jetzt gleich einen Termin bei eurer Polizei. Sie warten schon. Moin. Scheint dich ja nicht besonders zu mögen. Das ist Lars. Den kenne ich schon, als wir Kinder waren. Ist so. Das ist meine Sache, klar? Ich leite die Ermittlungen im Fall Rieke Fassbender. Ich weiß ja, Jakob, Sie wissen gar nichts. Ich aber weiß, dass Ihr Chef Sie in den Urlaub geschickt hat. Wo Sie den verbringen, ist mir egal. Rieke Fassbenders Mörder läuft wahrscheinlich noch frei herum. Unsinn! Es spricht einiges dafür, dass derjenige, der Rieke Fassbender umgebracht hat, auch etwas mit dem Verschwinden von Julia Krohn zu tun hat. Julia wer? Julia Krohn. Eine Internatsschülerin, die vor 20 Jahren angeblich abgehauen und danach nie wieder aufgetaucht ist. Ich gehe davon aus, dass damals ein Verbrechen passiert ist und die Ermordung Rieke Fassbenders damit etwas zu tun hat. Sie wissen, dass ich jederzeit Ihren Chef anrufen kann. Warum hat Rieke sich ausgerechnet dieses Jahrgangsbuch ausgeliehen? Jahrgang 85. Ich nehme an, dass Sie darin ein Foto von Julia Krohn finden werden. Rieke Fassbender ist aus Hannover hierher gekommen, um herauszufinden, was damals mit Julia Krohn passiert ist. Und dabei ums Leben gekommen. Julia Krohns Eltern lebten auch in Hannover. Was soll ich mit Ihnen machen, Frau Vogt? Es würde mir vielleicht schon helfen, wenn Sie mir ein Foto von Julia Krohn zeigen könnten. Ein Blick ins Jahrgang... Ich kriege gar nichts. Sie haben keinen gelösten Fall, Herr Jakobs. Sie haben zwei ungelöste Fälle. Schönen Tag noch. Also Einsicht in alte Ermittlungsakten kann ich Ihnen beim besten Willen nicht beschaffen. Natürlich nicht. Aber Sie könnten sie doch wenigstens sich mal ansehen. Die alte Akte über Julia Krohn, 1985. Bitte. Julia Krohn. Mir sagt der Name nichts. 85 war ich noch in St. Peter-Ording. Damals hat Olaf Lange hier das Zepter geschoben. Ist heute 70, ziemlich krank. Freut sich aber immer über jeden privaten Besuch. Danke, Herr Jakobs. Zufall, dass ich das Foto noch hatte. Ich habe manchmal Sachen zum Arbeiten mit nach Hause genommen und dann wohl vergessen, die Akten zurückzulegen. Tja, so kommt das hier zustande. Pfeife nicht, Jakobs. Ich? Nö. Hier, da habe ich noch was aus einer Akte von 77. Einbrechertrio in Husum. Sagen Sie, Herr Lange, können Sie sich noch an den Tag erinnern, als Julia Krohn verschwand? Oh, sicher. Schulfest im Theodor-Storm-Internat. Zum Schuljahresende. Da wurde sie zum letzten Mal gesehen. Danach waren dann Ferien. Erst wurde sie auch gar nicht groß vermisst. Auch nicht von ihren Eltern? Sie lebten damals in Trennung. Vater in Franken irgendwo, die Mutter bei ihrem neuen Freund in Hannover. In Hannover? Hieß der neue Freund zufällig Fassbender? Fassbender, ja. Kann sein. Und bei ihrer Mutter ist sie dann aber auch nie wieder aufgetaucht? Den Vater hat sie gehasst. Von der neuen Familie ihrer Mutter hat sie auch nicht viel gehalten. Das Mädchen ist in den Ferien meistens in den Süden getrennt. Allein oder mit Freunden. Aber diesmal kam sie nicht zurück. Einfach irgendwo im Süden geblieben. Wieso sind Sie da so sicher? Also ich meine, gab es nicht vielleicht auch Befürchtungen, dass etwas viel Schlimmeres passiert ist? Zum Beispiel... Mord. Was meinen Sie da? Ja, das meine ich. Junge Frau, was glauben Sie eigentlich? Dass wir hier an der Küste hinter dem Mond leben? Wochenlang sind wir von der Hypothese ausgegangen, dass Julia Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Wir haben jeden Stein umgedreht.
haben ihren Freund in die Mangel genommen. Haben sogar Kontakt zu Interpol aufgenommen, falls ihr doch auf der Ferienreise was zugestoßen sein sollte. Alles Unsinn. Hier. Das habe ich mir damals mit nach Hause genommen. Verpfeif mich nicht, Jakobs. Ivo. Hallo, Mutter. Jetzt bist du mich endlich ganz los. Auf nimmer Wiedersehen, scheiß Deutschland. Ciao, Spießer, Julia. Irgendwann nach 2 oder 3 Monaten bekam die Mutter diesen Brief. Ich hatte es immer geahnt. Das Kind wollte einfach weg. Haben Sie die Handschrift überprüfen lassen? Wie bitte? Na, das BKA hat ja schon 85 sehr zuverlässige graphologische Analysen und Gutachten erstellt. Was erlaubt sich deine Kollegin hier eigentlich? Naja, wissen Sie, so eine Handschrift ist ja relativ leicht nachzumachen, also... Also ich denke, wir gehen jetzt mal. Wir haben schon viel zu lange Ihre Zeit beansprucht. Vielen Dank, Herr Lange. Eine Frage habe ich noch. Kommen Sie bitte, Frau Vogt. Der Freund von Julia Krohn, den Sie damals in die Mangel genommen haben, wie hieß der? Frau Vogt. Tim Struve. Also das war's. Meinetwegen können Sie Ihren Urlaub hier weiter verbringen, Frau Vogt. Aber wenn ich nur das geringste Gerücht höre, dass Sie Ihre Privatermittlung weiter betreiben, werde ich umgehend Ihre Vorgesetzten in Wiesbaden benachrichtigen. Haben Sie mich verstanden, Frau Vogt? Ja, aber Sie haben gar nichts verstanden. Was? Was soll ich verstehen? Rike Fassbender und Julia Krohn haben dieselbe Mutter. Prüfen Sie es nach, wenn Sie wollen. Sie haben die Akte. Ich nicht. Ich warne Sie. Sie zu Tim? Das ist Papas Freundin. Nee, ich wollte nur mal sehen, ob er vielleicht da ist. Das macht nichts. Wir sind nur 2 Tage zu Besuch hier. Hat er Ihnen das nicht gesagt? Doch. Gehen Sie ruhig rein und warten drin. Er muss so in 1/2 Stunde wieder zurück sein. Ja, gut. Kommst du? Hallo. Ja. Wollte eigentlich gerade zumachen. Dann habe ich doch Glück gehabt, oder? Also, Sie können noch kurz in die alten Wohnräume, in denen Storm gelebt hat. Aber das Literaturmuseum hat schon zu. Na, das reicht mir doch völlig. Wusste gar nicht, dass Sie hier arbeiten. Naja, man muss ja von was leben, ne? Mhm. Sie kennen doch auch Tim Struve, ne? Hm? Naja, man kennt sich halt so. Wieso? Och, nur so. Hier, das ist ein Originalmanuskript. Die Sylter Novelle von 1887. Mögen Sie Storm? Klar. Wollen wir uns nicht duzen? Lona. Ich bin Lars. Freut mich. Warst du eigentlich auch hier auf dem Internat? Ich? Nee. Auf das Internat gehen ja nur Kinder von reichen Eltern.
So wie die von Tim? Die Eltern von Tim leben, glaube ich, in Hamburg. Das sind Architekten. Das ist ein sehr bekanntes Internat hier. Kommen von überall her. Lebst du gerne hier in Husum? Ich würde hier niemals weggehen. Und du? Bist du zu Hause? Wo leben denn deine Eltern? Och, in Frankfurt, glaube ich. Wie, glaubst du? Sowas weiß man doch. Bin mit 16 von zu Hause weg. Ich könnte noch was erzählen zu Storm und dem Schimmelreiter und so. Das interessiert die meisten. Über Julia Krohn auch? Sie war doch Tims Freundin früher, oder? Man fragt hier die Menschen nicht über andere Leute aus. So, ich muss jetzt schließen, sofort. Entschuldige, ich wollte dich nicht... Hört ihr auf, mich zu duzen! Du warst bei mir zu Hause. Ja. Und? Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Julia Krohn ist deine Freundin gewesen, Tim. Warum hast du mir nichts davon erzählt? Was weißt du von der Sache damals? Von der Sache? Du hast unter Verdacht gestanden. Ja, die Polizei hat mich damals verhört. Immer wieder. Bis Julias Brief gekommen ist und klar war, dass sie einfach abgehauen ist. Ich glaube nicht, dass sie abgehauen ist. Natürlich, Großfahndung. Sämtliche Verkehrswege sperren. Was? Ja, Ende. Wir haben ihn verloren. Scheiße. Wo steckt Lona Vogt? Sie haben sie beurlaubt. Das weiß ich selber. Wo sie steckt, will ich wissen. Keine Ahnung. Probe ist ausgebrochen. Wissen Sie, was das heißt? Sie ist in Gefahr. Finden Sie sie! Hallo? Frau Vogt? Ja. Hallo? Hier ist Rissen. Der Pastor, der... Von der Petrikirche. Ja, ich weiß. Wollen Sie mir was sagen? Ja. Über Rieke Fassbender. Und Julia Krohn. Hallo? Herr Rissen? Hallo? Ja. Besuchen Sie mich morgen um 9 Uhr. Bitte. Ja. Wir treffen uns vor der Kirche. Ja. Gut, morgen um 9. Herr Rissen? Hallo? Thank you.
Was machen Sie denn da? Suchen Sie was Bestimmtes? Immer mit der Ruhe. Ich wollte nur gucken, was da passiert ist. Also, ich war's nicht. Kann ich bitte an mein Auto ran? Irgendwie hatte ich letzte Nacht das Gefühl, dass hier jemand rumstromert. So zum Klauen ist hier nichts drin. Vielleicht ein Penner, der ein Obdach gesucht hat. Ich kenne gute Werkstatt in Husum. Die machen das ganz fix. Toll. Rissen? Damit habe ich nichts zu tun. Ich habe damit nichts zu tun, klar? Sie wollen mich erschießen? Dann wärst du schon tot. Woher wissen Sie, dass ich in Husum bin? Ich habe dich doch hierher geschickt. Erinnerst du dich? Weißt du nun, wer Rieke umgebracht hat? War der es etwa? Der Pastor? Hängt er deshalb da? Er wollte mit mir reden. Oder er wollte, dass du ihn so findest. Warum sind Sie hier? Was wissen Sie über Julia Krohn? Was hat Rieke Ihnen erzählt? Weißt du, ich mochte diese Frau Rieke. Aber eigentlich ist mir scheißegal, wer sie umgebracht hat und warum. Das unterscheidet uns. Vielleicht. Komm her. Er hatte Besuch. Von einer Frau. Er war verheiratet.
Jungszimmer. Sieht so aus, als hätte der Pastor einen Sohn gehabt. Geschichte. Das hat mich auch immer interessiert. Es hätte alles anders werden können. Da war ein Typ damals in Somalia, der hat mich gefragt, ob ich ihn fotografieren will. Ich habe scharf gestellt. Dann hat der Typ einem anderen die Kehle durchgeschnitten. Und ich habe das Bild gemacht. Egal. Hinlegen. Hinlegen! Ich hab dir doch gesagt, ich bin dir etwas schuldig. Ja, das habe ich verstanden, Herr Kriminaldirektor. Das war ja sehr deutlich. Ja. Nein, Sie werden keine Entschuldigung von mir hören. Ich weiß, dass ich gegen die Regeln verstoßen habe. Ja. Einen Augenblick, Herr Kriminaldirektor. Die graphologische Analyse des Abschiedsbriefes von Julia Krohn. Und das LKA Kiel hat die Handschrift mit den Briefen verglichen, die Sie beim Pastor gefunden haben. Treffer. Danke, Herr Jacobs. Hallo. Was gibt's? Was wollen Sie? Mein Beileid. Was? Wieso? Ihr Vater hat sich heute Morgen das Leben genommen. Er hat sich erhängt. Ja, bitte? Frau Vogt? Schön. Kommen Sie doch noch auf einen Tee zu mir? Hallo, Lars. Bitte setzen Sie sich doch. Ach so, ja. Der Tee.
Danke, Frau Timmern, ich möchte keinen Tee. Woher? Ich wusste gar nicht, dass Sie Lars kennen. Lars ist nämlich seit dem Tod meiner Schwester, seiner Mutter, kümmere ich mich ein bisschen um ihn. Sie waren gestern bei Lars Vater zu Besuch. Den Besuch scheint er nicht verkraftet zu haben. Er hat sich heute Morgen das Leben genommen. Er hat sich aufgehängt. Sie haben es nicht mehr ausgehalten, nicht wahr? Sie mussten Ihrem Schwager sagen, was passiert ist mit Rieke Fassbinder. Was Sie getan haben. Sie und Lars. Ich habe sie nur ins Meer gelegt. Ich habe sie nicht umgebracht. Nein, nein. Das hatten Sie bereits getan. Sie haben Rieke ja zum Tee eingeladen. Julia war eine auffällige Person, wissen Sie? Sie war stark. Und sie hatte einen Freund. Tim Struve. Lars hatte keine Chance gegen den. Und dann kam das Schulfest. Es ergab sich für Lars die Gelegenheit, mit ihr allein zu sein. Sie hat sich gewehrt. Er hat sie dann auf dem Kirchhof seines Vaters verscharrt. Lars kam völlig verzweifelt zu mir. Er ist ja eigentlich wie mein Sohn. Ich konnte nur schweigen. Und Lars Vater hat es geahnt. Mit dem Sohn gebrochen und auch geschwiegen. Aber Sie haben nicht nur geschwiegen, Frau Timmern. Sie haben damals auch den Brief gefälscht, den Julia Krohn angeblich aus Marokko abgeschickt hat. Das ist zwangsläufig. Zu einer Schwäche gesellt sich immer die nächste. Man macht weiter. Man muss ja. 20 Jahre lang habe ich Angst gehabt. Ich bin Ihnen dankbar. Bitte. Die ganze Zeit lag sie da. Ich habe mir mal vorgestellt, wie Julia jetzt so lebt. Ob sie frei ist, wie sie das immer wollte. Und du hast mich wirklich die ganze Zeit verdächtigt? Ja. Ich glaube, ich habe eine Zeit lang jeden in Verdacht gehabt. Da hätte ich mich ja richtig ausgeschlossen gefühlt. Dann sehen wir uns auf Simons Beerdigung. Was machst du jetzt?